Das DLZP und seine Tipps für Anwärterinnen und Anwärter. Sie wollen eine Praxisstation im DLZP absolvieren und dabei eine gute Figur machen? Prima, da haben wir ein paar Tipps für Sie. Hier kommen die 6 Buchstaben zu Ihrem Erfolg. V wie vorurteilsfrei. Wenn Sie zu uns kommen, kommen Sie gern mit Kuchen. Vor allem aber bitte ohne Vorurteile. Egal, was Sie bisher über das DLZP gehört haben, in echt ist sowieso alles viel besser. I wie interessiert. Zeigen Sie Interesse für alles, was auf Ihrem Schreibtisch so abgeht. Oder darunter. Oder daneben. Löchern Sie uns mit Fragen. Nur keine norddeutsche Zurückhaltung. K wie kommunikativ. Bitte keine Zurückhaltung, das gilt auch für Rückmeldungen zu Ihren Leistungen. Fordern Sie Feedback bei uns ein. Wir freuen uns auch über Ihres. Sagen Sie uns offen, was Sie von uns erwarten. Das machen wir umgekehrt ja auch. Zum Beispiel mit diesem Film. S wie selbstständig. Sie wollen eine ruhige Kugel schieben? Dann gehen Sie lieber auf die Kegelbahn. Bei uns ist richtig was los und wir binden Sie in alles ein. Wer alles vorgekaut kriegen will, ist hier fehl am Platz. Wir mögen, wenn Sie selbstständig arbeiten und mitdenken. Z wie zuverlässig. Selbstständig arbeiten, das geht natürlich nur, wenn wir uns auf Sie verlassen können. Komme ich heute nicht, komme ich morgen? Das haben wir hier nicht so gern. Wir wollen Ihnen Verantwortung übertragen. Das geht nur, wenn Sie sorgfältig arbeiten. P wie persönlich. Wir freuen uns, Sie und gerade Sie kennenzulernen. Bringen Sie sich deshalb in Ihr Team ein. Werden Sie eine Zeit lang ein Teil davon. Und wenn Ihre Praxisstation vorbei ist, schauen Sie immer wieder gern bei uns rein. Und am liebsten natürlich wieder mit Kuchen. Das sind sie, die 6 Buchstaben zu Ihrem Erfolg. Wixp. Na gut, das ergibt kein sinnvolles Wort, aber wir können ja nicht in allem perfekt sein.